WIMAR 2.0 ist eine digitale, kollaborative Forschungsumgebung, die seit August 2018 für das Projekt Corpus Masoreticum an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg entwickelt wird und auf der alle Arbeitsergebnisse erhoben, langfristig gesichert und weiterverarbeitet werden. WIMAR 2.0 stellt die wichtigsten Handschriften als hochauflösende Digitalisate via IIIF-Protokoll zur Verfügung. Auch für die Edition judeo-französischer Glossare dient die Arbeitsumgebung der Erschließung und Langzeitarchivierung der französischen Glossen, der sogenannten Leasim. Auch die Edition der Bibel de Paris wird in die Editionsdatenbank aufgenommen und von dort aus weiter verarbeitet. Ediert wird direkt auf der digitalen Abbildung der Handschrift. Natürlich ist die Schreibrichtung kein Problem. Auch komplizierte Layouts können hier philologisch verarbeitet und darstellungstechnisch aufbereitet werden. Die Editionsdaten werden anschließend in Echtzeit aufbereitet und mittels moderner Graphentechnologien in das sogenannte Text-as-a-Graph-Datenmodell überführt. Die Darstellung als Graph macht nicht nur die komplexen Relationen der edierten französischen Glossare untereinander sichtbar, sondern stellt sie auch visuell in den Kontext der hebräischen Bibeltextüberlieferung einerseits und wichtiger Textzeugen der Bibel de Paris andererseits. Entlang der Kartierung von Bibeltextlemmata
lassen sich so nicht nur relevante Textcluster im Detail analysieren, sondern auch verschiedene mehrdimensionale Fragestellungen auf das Gesamtkorpus abbilden. BIMA 2.0 ist die Plattform für neue digitale Editionsformen, bei denen diplomatisches Edieren und Artefaktforschung Hand in Hand gehen. Erstmals werden hier linguistische, paläographisch-kodikologische und inhaltliche Eigentümlichkeiten von Quelldaten in einer Datenbank zusammengeführt und aufbereitet, um sie für weiterführende Forschungen zur Verfügung zu stellen. BIMA 2.0 rekonstruiert verschiedene Wissenskulturen und führt sie fachgeschichtlich wieder zusammen.